Herzlich willkommen bei Peter Felser aktuell, heute in Lindenberg zum Endspurt-Landtagswahlkampf in Bayern. Bei mir ist heute der Martin Sichert und die erste Frage, lieber Martin, herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Die AfD ist ein Jahr lang jetzt Oppositionspartei, größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag. Wie ist deine Erfahrung? Wir sehen, dass die AfD wirkt. Wir sehen es jetzt auch in Bezug auf die bayerische Landtagswahl, wo uns ganz viele Menschen ansprechen und sagen, die Arbeit, die er im Deutschen Bundestag leistet, die ist hervorragend. Und endlich kommt mal wieder echte demokratische Diskussion über all die Themen ins Parlament. Und deswegen werden uns sicherlich auch viele Menschen bei der bayerischen Landtagswahl demnächst wählen, weil sie sagen, das wollen wir im bayerischen Landtag auch künftig haben. Wo siehst du die Schwerpunkte im Landtagswahlkampf hier in Bayern? Was zieht, was kommt bei den Bürgern an, was brennt denen auf den Nägeln? Also wenn man sich anschaut, wie die CSU agiert, wie populistisch sie agiert, wie viel Schaumschlägerei da ist, heute Hü, morgen Hot, dann sieht man, dass bei ganz vielen Menschen, das erleben wir auch überall in Bayern, das Thema direkte Demokratie ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, weil die Menschen sagen, wenn wir als Bürger tatsächlich zwischen den Wahlen auch die Möglichkeit haben, das, was die Politik gestaltet, mit zu bestimmen, dann würden viele dieser Fehlentscheidungen so nicht bestehen und es ist wichtig, dass die Menschen wieder mehr mitzureden haben. Wenn ich draußen bin, heißt es immer, ja, jetzt haben wir 30, 40 Jahre lang schwarz gewählt. Die sind doch in Berlin ein gutes Pendant gegen Merkel immer gewesen. Was musst du darauf sagen? Also die CSU hängt ganz eng an Angela Merkel dran. Man hat es ja gestern auch gesehen, gemeinsamer Wahlkampfauftritt hier, Markus Söder und Angela Merkel in Ottobeuren. Also dort besteht eine Allianz. Wir sehen es in den Abstimmungen im Deutschen Bundestag auch, wo die CSU mehrfach gegen Grenzkontrollen gestimmt hat, wo sie stattdessen dafür gestimmt hat, dass Menschen, die dieses Land in gewisser Zeit wieder verlassen, müssen, sogar noch Familiennachzug bekommen. Und wir sehen es auch auf der europäischen Ebene, im Europäischen Parlament, wo beispielsweise ein Manfred Weber, der Fraktionsvorsitzende der EVP, der aus der CSU kommt, der ganz, ganz eng mit Angela Merkel seine Politik abstimmt und 1:1 im Europäischen Parlament das betreibt, was Angela Merkel in Berlin vorgibt. Warum gehen manche rüber zu den Grünen oder anders gefragt, warum legen die Grünen zu? Wird das noch gestoppt bis zur Landtagswahl? Ich glaube, dass die Grünen kommen hauptsächlich von der SPD und aus dem linken Spektrum. Wir sehen in Bayern schon immer bei den Landtagswahlen, dass wir ungefähr 30% im linken Spektrum haben. Nun sehen wir, dass die SPD für gar nichts mehr steht. Das sehen auch ganz viele Bürger. Und deswegen sagen die, na gut, dann wählen wir gegebenenfalls die Grünen an der Stelle und wählen nicht die SPD. Also das ist keine Stärke, die aus den Grünen selbst herauswächst, sondern das ist die Verzweiflung der SPD-Wähler, von denen viele zur AfD wandern, aber eben auch welche zu den Grünen, die sagen, wir brauchen eine Alternative, weil das, was wir bisher gewählt haben, die SPD, die steht für gar nichts mehr heutzutage. Direkte Demokratie war ein wichtiges Thema. Du bist Sozialpolitiker, bei mir oben auch zusammen im Bundestag. Vielleicht noch ein Satz zur Sozialpolitik. Was müssen wir den Bürgern liefern, hier in Bayern auch? Ganz klar, die Position, die wir hier vertreten, ist, wir wollen, dass das Geld, was hierzulande erwirtschaftet wird, den Menschen auch von hier zugutekommt. Deswegen sagen wir, wir wollen hier in Bayern eine Mindestrente haben von 1300 Euro für Alleinstehende, von 1700 Euro für Paare, weil wir sagen, es muss ein Mindestabstandsgebot geben zwischen den Sozialleistungen und der Rente. Die Menschen, die hier dieses Land mit aufgebaut haben, die müssen tatsächlich in Würde alt werden können. Und in einem Land, in dem man Abermilliarden ausgibt, um Asylbewerberheime zu bauen, um Sozialleistungen für was weiß ich wie viele Identitäten für illegal Eingereiste zu finanzieren. Da muss das Geld stattdessen besser dafür verwendet werden, für die Menschen, die in diesem Land wirklich was geleistet und sich eingebracht haben. Und das muss honoriert werden. Das ist die Aufgabe der Politik. Das ist auch ein Stück weit die Erhaltung dann des sozialen Friedens. Denn es kann nicht sein, dass wir immer mehr Rentner und Obdachlose haben, die im Müll nach Pfandflaschen oder gar nach etwas Essbarem suchen. Martin Sichert im Landtagswahlkampf. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ade. Danke.